Amy darf das erste Mal mit in den Urlaub fahren. Karin prüft den Heimtierausweis und informiert sich über Einreisebestimmungen, mögliche Gefahren und Vorbeugemaßnahmen. Und sie sieht, dass eine Vorsorgeuntersuchung beim Tierarzt dringend ansteht. Zunächst ist es wichtig, den Impfstatus zu prüfen und eventuell notwendige Impfungen rechtzeitig durchzuführen oder aufzufrischen. Spätestens 10 Wochen vor Reiseantritt. Karin hat wichtige Fragen an den Tierarzt. Welche Reisekrankheiten können in bestimmten Regionen auftreten? Wie Amy vor Zecken oder anderen Parasiten schützen? Der Tierarzt berät sie außerdem über EU-Bestimmungen. Er untersucht Amy gründlich und checkt ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Amy hat bisher noch keinen Chip, aber vor einer Auslandsreise ist es unerlässlich, diese individuelle Kennzeichnung einzusetzen. Eine schnelle und schmerzfreie Angelegenheit. Auf dem Chip, dem sogenannten Transponder, sind Amys Daten und ihre eigene Nummer gespeichert. Diese Nummer wird auch im Heimtierausweis festgehalten und bei einem Haustierregister, zum Beispiel vom Deutschen Tierschutzbund oder TASSO, registriert. Geht sie verloren, kann Amys Besitzerin so ausfindig gemacht werden. Und falls es doch mal zu etwas Unvorhergesehenem kommt, gehört auch ein Notfallset mit ins Gepäck. Mit Verbandszeug, Schere, Zeckenzange und allem, was man für die Erste Hilfe braucht. Hier klicken und Sie bekommen viele detaillierte Informationen. Viele Tierärzte haben auch ein Merkblatt mit allen wichtigen Hinweisen rund um die Reise mit ihrem Hund. Ja, vielen Dank. 2 Monate später. Amy ist auf ihre Reise gut vorbereitet. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.